Ja, hallo zusammen, zurück zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 Landhausleben. Wir sind hier noch mit unserer Gina in der Stadt. Wir hatten ja letzte Folge einen Botengang. Haben wir Honig bekommen, oder? Gut, wir gucken, ob wir noch was verkaufen können von den Sachen, die wir hier bekommen haben. Von unserem letzten Botengang. Hier schüttet es aus Eimern. Es wird das ja fast so wie in Real draußen. Bei uns schüttet es natürlich auch genauso. So, wo sind denn jetzt die Stände? Hilfe? Ja, und haben dicht. Stimmt, ist 19 Uhr. Ja gut. Dann wirst du hier noch eine Kleinigkeit essen in der Bar. Dann kannst du hier gleich essen. Haben wir eigentlich... Warte mal. Wir haben keinen Botengang mehr, ne? Ich guck mal ganz kurz nach dem neuen Botengang. Moment. Gerade was runtergefallen. So, warte mal. So, warte mal. Wir müssen nur ganz kurz. Überlegen, was ich hier suche. Einen Botengang machen. Ja. Freundlich. Haben wir jetzt gedrückt? Ich bin hier gerade ein bisschen. So. Kommst du, Gina? Bist du denn? Da. Mal gucken, was uns anbietet. Belohnung, Zutatendünger. Warum kann man denn nie... Nee, das ist alles doof. Gut, das ist hier immer eine Kleinigkeit. Hat auch keine Lust mehr zu arbeiten. Bei unserem Glück heute. Kennen wir eigentlich auch anderen... Den mögen wir gar nicht. Warum mögen wir ihn denn nicht? Wir kennen ihn noch nicht mal, weil wir uns freundlich vorstellen müssen. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Okay. Kann man ihm auch Hilfe anbieten? Nee, ne? Nur den wirklich wichtigen Leuten, ne? Ja, nee, okay. Serabin Dombila? Chibs. Essen bestellen. Dobe. Aubergine Parmesan, macht mal. Ich guck grad mal, ob man hier nicht irgendjemand. Wo ist denn eigentlich, wo läuft eigentlich unsere Bürgermeisterin rum? Dann könnte man der vielleicht eventuell auch helfen beim Bodengang, aber die ist nie irgendwie in Sichtweite. Warum hakt das so komisch? Wer bist du? Okay. Moment mal. Was hat er da im Gesicht? Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Jo, dann isst mal schnell auf. Dann geht's mal nach Hause. Diese Feetuning-Teile, kriegt man die noch irgendwie anders? Kann man sich die kaufen? Am Computer. Man kann doch... Das soll ich mal gucken. Ne, wir haben zu Hause keinen Computer. Wir gehen nochmal in die Bibliothek. Ich guck grad mal. Bevor wir jetzt ständig mit Boten gehen, wir kriegen das Ding sowieso nicht. Ob wir das auch am Computer bestellen können. Da gucke ich gleich mal. So. Dazu müssen wir mal in die Bibliothek.
Wollen wir eigentlich glauben, Willow Creek, ne, ist eine? Willow Creek. Jo, ey, das bringt sie mich erst täuscht auch. Aber hier, wir gehen mal zu Willow Creek. Ich gehe nur mal kurz gucken. Wir haben zu Hause nicht keinen Computer. Ich will mir sie extra einkaufen. Das ist unnötig Geld verschwenden, nur um einmal zu gucken, ob es die Feed-Tuning-Teile gibt. Deswegen gehen wir hier gucken. Weil nämlich mal andere Tuning-Teile kann man ja bestellen. Deswegen, ich bin jetzt neugierig geworden. Da gucken wir mal kurz. Da gucken wir mal kurz. So. Wir sind da. Bestellung. Medizin, Feuerwerksam. Tuning-Teile. Altmetall, gewöhnlich. Für die Küche. Nope. Mm-mm. Das ist ja jetzt so ein bisschen... Ich dachte, man kann die auch kaufen. Das heißt, es bleibt nichts anderes übrig, als uns noch ein paar Botengänge zu kümmern. So ein Mist. Gut. Spiel spielen. Spielkosten spielen kriegt sein Spaßbedürfnis ein bisschen. So, das haben wir nicht. Das ist jetzt gut. Dann werden wir uns morgen, also morgen, mit Jonas treffen und ich habe online an. Ich hätte mal die ausstellen sollen, sonst kriege ich immer die Benachrichtigung. Nee, also werden wir uns morgen mit Jonas vielleicht nochmal in der Stadt treffen. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen eintönig, aber ich will unbedingt diese Tuning-Teile. Ich müsste mich mal schauen, wo man die bekommt, bei welchen. Vielleicht ist das auch nur ausgewählte. Weiß das jemand? Jetzt ein bisschen. Wir gehen mal nach Hause. Ja, dann müssen wir gucken. Wir müssten zur Bürgermeisterin, aber wo die sich wieder rumtreibt, ist eine andere Geschichte. Wir kennen sie nicht mehr, dass wir sie einladen können. Die Bürgermeisterin. Gut, wir müssten einen Tag mal in der Stadt den ganzen Tag verbringen. Vielleicht sehen wir sie da irgendwo. Deswegen treffen wir uns morgen in der Bar mit Jonas. So machen wir es. Wäre doch gelacht, wenn wir es nicht an dem hinbekommen würden. Aber die brauche ich unbedingt. Wir brauchen diesen Fuchsalarm. Sonst sind uns doch ein paar Füchse abhanden gekommen. So. Dann gehst du mal schlafen. Wie geht's unseren Tieren hier? Blümchen ist noch draußen. Warum? Ich guck noch mal ganz kurz, ob noch alle Hühner da sind. Ja, sind noch alle da. Gut. Man weiß es nicht. Könnte man im Morgen früh auch noch was ernten, dass wir da mitnehmen könnten und dort verkaufen können. Lebensstil gewonnen. Gina hat den Lebensstil glücklicher Single freigeschaltet. Super. Aber wir bleiben kein Single. Das mal Frösche züchten. Stimmt. Haben wir eigentlich schon Schokobären? Ja, haben wir. Geben wir auch eine. Für die... Nee, wir können die noch nicht rauslegen. Weil... Was ist das hier eigentlich? Können wir nicht verkaufen. Warum auch immer. Okay. So, warte. Warum liegt hier ein dreckiger Teller? Warum ist das Waschbecken kaputt? 75 Simoleons. Ja, komm. So. Himbeere haben wir. Die wollen wir auch verkaufen. Einpflanzen. Nicht verkaufen. So. Ja gut, dann werden wir... Haben wir eigentlich noch mehr... Das Kreuzstichmuster. Ich will mal ganz kurz gucken, wie das aussieht. Ah, das kann man nicht so hinstellen. Ist ja auch nice. Mit Miss Knautschgesicht drauf.
Gut, aber das behalten wir. Doch, das behalten wir. Okay. So, dann gehen wir jetzt an diesem Sim-Tag mal auf der Suche nach der Bürgermeisterin. Verwenden, duschen. So. Und dann nehmen wir Jonas mit. Weil wir brauchen ja bald mal. Einen Mann. Ich wäre ja gelacht. Nee. Ach ja, vom Waschbecken. Ich wollte sagen, warum ist hier so nass? Stimmt. Da war ja was. Oh, heute scheint die Sonne. Wir gehen aber gleich nochmal hier rein. Dann können wir das auch mitnehmen zum Verkaufen. Wir brauchen ja unbedingt Geld. Was hast du hier? Zu viel Denken und Rückenschmerzen, du Arme. Und was hast du, Salem? Ja, guck mal. Wo hast du denn deine Spielkiste hier? Öffnen. Da ist nichts drin. Spielzeug kaufen? Dann muss ich mich auch mal kurz kümmern. Das. Das. Und kauf ein bisschen Spielzeug. Ball. Ball, Ball, Ball. Perfekt. Das hier, die sind runtergeladen, die Dinger. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Ah doch, nehmen wir das auch mit. Ja. Und den Hamburger. So. Öffnen. Dann legen wir mal den Hamburger hier raus. Und damit kann er in Salem spielen. So. Perfekt. So. Haben wir noch was im Kühlschrank? Ich hoffe es mal. Sonst müssen wir noch Frühstück servieren. Das ist eigentlich keine Zeit für. Käse haben wir noch. Ist nur ein Tag haltbar. Gut. Portion nehmen. Nehmen mal eine Portion. Wurde immer nicht so sättig, der Käse, ne? Und ich weiß nicht, warum sie das immer im Inventar parkt. Käse essen. Und dann kümmern wir uns. Hier ist ja auch ein Ball. Wo hat er den denn her? War da ein Ball drinne? Ja, schreckliche Dusche auch. Super. Wir haben auch nicht die besten Sachen hier. Jo. Ja, dann verschleiche ich mal ab. So. Dann werden wir hier mal kurz alles ernten. Jetzt werden wir hier alles mitnehmen. Frösche züchten. So. Stand er eben? Es riecht so schlimm hier drin. Ich will nicht hier sein. Ach komm schon. So schlimm ist doch auch nicht so. Die Schokobeere werden wir nochmal hier einpflanzen dann. Und die Himbeere. Wir haben auch eine Kuhpflanzenbeere. Wo ist denn die Himbeere da? Pflanzen. Deswegen. Wer kann das schon behaupten? Wir werden die auch mal einpflanzen. Diese Kuhpflanzenbeere. Alles gießen.
So. Dann wirst du die mal pflanzen. Man kann die essen. Immer mal was Neues. Ja, wir kommen da. Viehstall säubern, da läuft wieder ein Fuchs. Aber wir ernten erstmal kurz alles und dann müssen wir den Viehstall mal kurz säubern. So. Hier können wir nochmal alles ernten. Nein! Ein Hase, der mit einem Haushaltsmitglied bekannt war, ist dahingeschieden. Lebe wohl, Hasi. Oh no! Meisterlampe. Alles ernten. Das machst du automatisch, ne? Okay. Dann werden wir mal ganz kurz Honig sammeln. Können wir da mitverkaufen. Viehstall säubern. Und dann gehen wir mit Jonas mal zur Stadt. Eier einsammeln. Und Futter in der Nähe verstreuen. Ein Ei. Spezialeier nicht. Okay. So. Blümchen melken. Das können wir auch gleich mitnehmen. Und was wir da mal müssten, ist mal einen Tag im Fitnesscenter. Hier muss ja auch mal durch den ganzen Stress hier ein bisschen abschalten. Das werden wir uns in den nächsten Tag drum kümmern. So. Viehstall säubern. So, mal gucken, wir denn davon auch noch einen Dünger bekommen. Stehst du, Adelheid? Lia. Wo ist Anna Küken? Ich weiß gar nicht, ob wir das schon einen Namen gegeben haben. So. Und los geht's. Und dann gucken wir, ob wir denn die Bürgermeisterin finden. Vielleicht können wir bei ihr dann ein bisschen mehr bekommen, weil irgendwie bekomme ich nie diese Tuning-Teile. Ich weiß nicht warum. Bei keinem Botengang. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Unterhalten wir uns erst noch mal ein bisschen über Interessen reden. Tag verschönern. Wir können hier mit Jonas den nächsten Tag mal ins Fitnessstudio gehen. Also nächsten Sim-Tag wird auch wahrscheinlich in dieser Folge dann nichts, aber. So. Über Interessen reden. Unverschämte Geschichte erzählen. Nach Hobbys fragen. So, und deshalb halte ich mal ganz kurz Ausschau, weil die Bürgermeisterin muss doch auch hier Einkaufsbummel machen. Okay. Oder wo läuft die eigentlich immer rum? Wer bist du? Ah, das ist der komische Typ von gestern, ne? Ja, Tatsache. Nee, du bist nicht. Oh, hier ist auch voll schön, ne? Hier noch dazu wäre auch schön. Bist du ein Fuchs?
Dann kann man nicht mehr hin. Das Haus sieht irgendwie süß aus. Hier ist ein kleiner Spiel. Ach, das ist Restaurant. Ich wollte sagen. Stimmt, was wir platziert haben. Ich guck gerade mal, ob hier nicht irgendwo. Wer bist du? Nee, Tim Mertens. Dich suche ich nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Okay. So. Du gehst einmal ganz kurz hier vorne versuchen zu handeln. Könnte ich die Sachen noch verkaufen? Ja, ist wieder Miss Knautschgesicht. Diesmal hat's geklappt, perfekt. So. Objekte verkaufen. So. Okay. So. Nee, das nicht. Soll ich das was verkaufen? Das behalten wir. Mal gucken, dass ich hier nichts verkaufe, was ich nicht verkaufen will. Wow, guck mal den Preis an, was wir dafür bekommen. Also es zahlt sich aus. Ab und zu mal hier vorbeizuschauen. So. Aber den Wachs kann man da über nicht verkaufen. Okay, den Honig auch nicht. Gut, dann muss ich das immer so verkaufen. Macht ja nichts. Züchten wir noch einmal. Dann können wir das gleich auch abhaken. Gut. So, ist Jonas noch da? Nee, Jonas ist nicht mehr da. Aber wir sind ja eh auf der Suche nach der Bürgermeisterin. Ich werde nochmal gucken. Wo läuft die eigentlich immer so rum? Weiß das jemand? Gut, wir machen, aber versuchen es nochmal bei ihr. Hilfe Botengang anbieten. Mal gucken, was sie sagt, was es jetzt gibt. So, Belohnung, ein Auswahl an Zutaten, Dünger. Tierleckerchen. Hier, ein Tuning-Teil. Okay, wir haben was. Ich weiß ja nicht, ob du irgendwelche Tiere besitzt. Aber ich benötige frische Zutaten. Könntest du mir welche bringen, damit ich nicht so viel Zeit damit verbringen muss, durch die Gegend zu rennen? Ja, können wir. Perfekt. 6 weiße Eier. Das ist schön nicht schwer. Das kriegen wir hin. So, jetzt werden wir nochmal Jonas einladen. Ach, er ist da wieder. Warum stehst du hier bitte schön halb nackt mit der Guten hier. Lea Förster. Ich glaub's ja nicht. Nicht, dass hier noch Dinge passieren, bevor wir zusammenkommen hier. Nein, nein, nein. Weil langsam wird's nämlich Zeit. Das ist schon Part wie viel? Part 18, ne? Und wir haben immer noch nicht das hier auf Vordermann gebracht, weil wir uns immer auf Tuning-Teil hier konzentrieren. Nee, 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 nix auf Wiedersehen. Wir werden den nächsten Tag auch mal ins Fitnesscenter gehen, weil Eier müssen erstmal gelegt werden, richtige. Weil immer, wenn ich jeden Tag ein Ei nehme, bekomme ich immer nur ein Ei. So.
Frank da. Jonas, du bleibst jetzt hier. Jonas rat, den Traumjob anzunehmen. Mach das mal. Was hat er denn für einen Traumjob? Bin ich auch mal gespannt. So, Brief. Gut. Aber wir gehen jetzt mal nach Hause. Ohne Jonas erstmal. Wir gehen ja den nächsten Tag dann noch mit ihm ins Fitnesscenter. Und da können wir dann auch ein bisschen mit ihm reden. So. Perfekt. So, wie geht's euch? So, warte mal, was müssen wir eigentlich einen Wildhase? Ach ja, wir müssen diesen Hügel noch besitzen. Kann man sich den schon kaufen? Ich guck mal ganz kurz. Den Wildhasenhügel. Klar, es war schon wieder 3 Jahre und 5 Tage. Aber ich will mal kurz gucken. Ob man sich den Wildhasenhügel schon mal leisten kann. Und ja. Das ist bestrebend auch ein bisschen abschließen. 8223 Simoleons haben wir schon. Aber es heute hat ganz schön viel gebracht. Also in der Stadt zu gehen und zu verkaufen bringt wirklich viel. Das kann ich nur jedem empfehlen. Der dieses Pack auch hat. Achso, so einer meiner Lieblingspacks, wenn ich ehrlich bin. Das hier dieses Tierpack. Und Jahreszeiten. Weil es macht das Spiel umso realistischer irgendwie ein bisschen. So, warte mal. Landhausleben? Weil ich nicht genau weiß, wo es jetzt bei ist. Da. Das wird freigeschaltet. Schaltet frei, indem du dich mit einem wilden Hasen anfreundest. Okay, das wird das freischalten. Okay. Läuft hier ein Hase rum? Da ist ein Häschen. Man muss sich erst gut mit dem Hasen verstehen. Aha. Kontakte knüpfen. Oh. Und ich glaube... Er mag uns nicht so besonders. Oh oh. Oh 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 oh. Kann man ihm ein Geschenk geben? Wir haben nichts. Das mochte er. Voll süß. Witz über was? Okay. Aber es scheint, als wäre, fragen wie es geht, wäre das Eis gebrochen. Tanzschritt zeigen. Machst du gut, Gina. Ja, Kontakte knüpfen.
Ja, hast du auch schon den Fuchs gehabt? Open. Weapon. Lobby. Zenoba. Dror. Mhm. Fragen, wie es geht. Das war ja süß. Meister Hase, Liebe ausdrücken. Das mag er. Nochmal streichen, das war eben so süß. Oh. Nochmal mag er das wohl nicht. Tut mir leid. Aber wir müssen uns ein bisschen anfreunden. Ich glaube, jetzt wird es nichts mehr. Ja, jetzt hat er vielleicht auch ein bisschen... Ja. Kümmern wir uns da nochmal drum. So. Du wärst mal... Was ist jetzt schon verdorben? Der Käse oder was verdorben? Wir müssen auch noch was einmachen. Kochen. Wassermelonsalat. Können wir was anderes machen? No. Können wir nicht. Okay. War ja nur eine Idee. Dann machen wir Wassermelonsalat. Und gleich in Familiengröße. Das nächste, was wir hier ernten, werden wir auf jeden Fall auch in unserem Kühlschrank reintun. Geh mal lieber rein. Ich habe hier gerade ein bisschen Angst um dich. So, ich werde diesen Part an dieser Stelle beenden. Morgen kommt dann eine weitere Baufolge, wo wir dann Ginas Haus weiterbauen. Also fertig wird es noch lange nicht. Aber weiterbauen. Und ja, und dann noch eine Folge von hier. Bis am Wochenende wieder die Challenge kommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.